Magnus in einem Wagen mit 250 PS. Wir waren viel zu schnell, oder was? Da hört doch echt alles auf, ey. Grausam. Wir machen jetzt erstmal das hier. Lauf 2. An den Start. Zeig's ein. Eieieiei. Der arme Skyline. Ich hab die Manito. Ich wollte gerade zum Überbrücken für das lange eingedrückt haben. Ja, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. War das jetzt mein Fehler? Ich denke ja, weil ich dachte, es geht. Bei The Crew habe ich das auch immer so gemacht. Da habe ich mich nicht an die Linie gehalten, wo ich hin muss, sondern ich finde es ein bisschen kacke, diese blaue Linie auf der Straße. Also, so ein bisschen, ich habe Probleme damit, keine Ahnung. Okay. Also müssen wir da jetzt gleich. Genau das meinte ich. Oh Gott, was ist denn jetzt? Es ist das blöde Auto, ey. Mann, oh Mann, du hast doch einen Fickfehler in deiner Programmierung, ey. Gerade hatte ich noch Nitro. Wer nehmt ihr mir wieder mein Nitro weg, ihr Penner? Nee. Gut, Auto zerstört, alles weg. Krabuff, Bang, Ende. Kennt das aus The Fast and the Furious? Ja, der Dreck sagt erstmal Pols Garre in der Luft, ey. Mit dem ganzen Nitro, was da drin ist, war, ist von dem Auto nicht mehr viel übrig geblieben. Ja. Gucken, wie auf einmal wieder ganz ursprünglich abbiegen muss, weil die mit der Linie so ein bisschen das vergeicht haben und dann einmal was unten links die Karte sagt. Wir haben keine Zeitvorgabe, Hauptsache wir sollten gewinnen, oder wie war das? Ja, dann haben wir das, denke ich, doch mal geschafft, oder nicht? Nicht. Ja. Aua. So, okay, überspringen. Komm, mach doch mal jetzt hin hier, ey. Ich drück die ganze Zeit und passiert nichts. So, komm, halt mal an jetzt hier. So. Hi, hier ist Melissa. Hi. Ich bin nicht wirklich beeindruckt, denn ich lasse mich nicht leicht beeindrucken. Aber du hast es bis hierher geschafft, das muss was heißen. Das nächste Rennen steht an. Check deine App. Ja. Das nächste Rennen steht an. Nie. Ach komm. Hauen wir das noch mal hinterher hier? Macht ja so was Gaul hier. Sau gut, ey. Sau gut, ey. Ja. So, okay. Gucken wir mal, ob wir das auch so wunderbar geschissen kriegen. Okay, fangen wir an. Lauf 3 geht los. 3, 5, 12, 11. Thank you.
diesen Kackabkürzung kenne ich doch durch Manu. Da sind wir doch dieses Driftrennen gefahren gerade mit ihm. Wenn ich da Driftpunkte für kriegen würde, dann wäre das erstmal nicht schlecht, ey. Aber durchs Drift wird das Moped langsamer hier. Müssen wir auf die Kurve kommen, damit es nicht so eine scharfe Kurve kommt. Wo wir ein bisschen. Aha. Fahren wir einfach mal im Kreis, okay? Dann ist das ein Rundkursrennen. Oh, 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 oh. Zieht er rechts rüber. Ich habe eigentlich nach links gelenkt, aber trotzdem ist er irgendwie rechts gelenkt, wahrscheinlich wegen dem Gras. Ah. Hallo, lenk doch mal. Was ist denn los mit dir? Wie oft wir das hier noch fahren müssen. Ach du Fotze, du! Ja. Äh. 38,3. War das gut oder war das jetzt schlecht? Na komm, mach mal weiter hier. Da so ein Pisser entgegen, Alter. Doofe, doofe Kartoffel, Alter. Melissa nochmal. Du gehst wirklich deinen Weg. Gut, ich habe den nächsten Lauf in der App gepostet. Sieh's dir an. Bis später. Wo denn? Ach, hier unten. Okay, jetzt suchen wir mal hier. Nein. Virus. Du Hundswongel, Alter, konzentrier dich. Gute löschen. So, jetzt aber. Ah, jetzt, ja, eine Insel. Moin. So. So. Dann geht's gleich von die eine Aufnahme in die andere. Sagen wir es 12.30 Uhr. So, gleich um 13 Uhr wird Dead by Daylight aufgenommen. Von unserer Crazy for Life Gruppe. Drei Leute, denke ich mal, drei, vier Leute. Ach du. Das war multipaxig, Alter. Oh, was? Warum sind die auf einmal so langsam geworden hier? Ah, Säule. Ja, genau. Da will ich. Hallo, nimm mich doch mal mit hier. Ja.
lecker mio, Alter. Ich drück rüber und die Karre frisst sich in den Beton. Nee, brauchst gar nicht weiterfahren, Mann. Verarscht kannst du deine Oma, ey. Nö, 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 nicht mit mir. Was ist das bitte für eine Strecke, ey? Willst du rüber? Skyline? Also ich kann doch nicht so doof sein. Das ist mich ärgert das. Willkommen bei Lauf 4. Hau rein. Ja, fick dich ins Knie. Hau rein. Tut doch weh immer. Ja. Ärger machen hier. Virus, Alter. Virus, streng dich an jetzt. Hör auf mit dem Kack. Du enttäuschst viele Leute mit deinem Scheiß. Komm rum, Mann. Oh, das gibt's doch nicht, du blöde Transe, Alter. Mann, das gibt's doch nicht, ey. Ja. Willst du mich, das ist eine blöde Laterne oder was, ey? Die hätten so eine Beton einmeißeln, Alter. Oh, fährst du um die Kurve, oder? Die scheiß Laterne. Hau ab, du Arsch. Hier geht's rein. Hier musst du ackern beim Kackern. Ja, komm, 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 komm. Oh, sieh doch, dass da ein LKW kommt immer. Virus, wo guckst du? Konzentrier dich nur auf Straße und Auto. Alles so bunt hier. Hallo. Ja, diese scheiß Laterne da. Die da, die. Wo kommen die denn immer so schnell weg, Mann? Die können doch hacken, ey. Darum. Du blöde Sau. Du Pissbirne, du. Stopp, lass das sein. Alter, war das knapp. Wegen dem verhurten Dreckskopf, Alter. Alter. Ich fange schon wieder mit dem Alter an, das geht mal gar nicht klar. Ei, ey. Meine Fresse, das war aber echt knapp, ey. Ja. Okay. Ach, so 200. Okay. Ist schon gut, aber nicht so wie erst. Halt die Klappe, ich hab keinen Bock auf dich jetzt. So. So, wir haben es Viertel vor. So, was haben wir hier? Guck mal, was ist das? Schwer. Hat's durch die Stadt. Gucken wir da mal rein. Wenn das nicht wird, mache ich das mal beim nächsten Mal. Weil das war jetzt gerade mal schon zu viel des Guten. Das geht gar nicht. So. Bezwinge Eddies Challenge 5. Ach, Eddies Challenge. Wir starten durch mit Lauf 5. Thank you.
Glück kann ich gebrauchen, ja. Hör auf! Links. Nein, zu früh! Ja, komm rum, komm, 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 komm! Du bist doch ein Betonfresser, ey! Ich fahr aber auch mehr manchmal einen Kack zusammen. Zu früh rein, weil dieses wann ist der Moment da, um Leute, dann verpasse ich immer. Das war jetzt nicht schlecht. Komm rum! Jetzt juckt mir die Glatze, Alter! Oh! 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 Brauche ich gar nicht bremsen, da kann ich so rein. Ah. Okay, das war gut. Boah, hier hängen wir an der Glatze, Alter. Oben auf die verhurte Zeit, Alter, und dann vergesse ich durch die Kurve 2. So, ohne Bremsen rein. Hier auch. Ja, du Affe, du, komm! Mit mir, du Vollidiot. Lieber zu früh rein und zu spät. Egal. Wann ist denn der Scheiß immer? Ah ja, endlich läuft mal die Zeit ab. Alter. Ist ja schlimm. Ich dachte, der Scheiß hört nie auf. Boah. Beste Rundzeit 40-40. Auf Schnapszahl, hä? So, nun mach mal fertig hier. Erfolg. So. Melissa hier. Ausdauer hast du ja. Aber es ist noch ein sehr langer Weg bis zum Ziel. Der nächste Lauf startet, damit du Bescheid weißt. Bye. Grausam. Jetzt hab ich doch die scheiß Heringe am Arsch. Was mache ich denn hier? Fahr doch links, Mensch, ich lenk links. Controller, hallo. Kuckuck. Yeah. Oh, warte. Komm. Ja, wegen, los, komm. Steht zwar scheiße da, was will ich machen? Jawohl! So, sieht die Karre wenigstens nicht mehr so grässlich aus. Ja, so, gehen wir mal zurück in den Unterschlupf. Ich denke mal, das reicht jetzt. Oh mein Gott, ey. Ja, 250 PS. Ja, nee, ist klar. Ob wir so ein Auto haben, gehen wir mal in den Unterschlupf springen. Weil ich glaube, unser Golf, der hat nur zwei
Ne, 350, glaube ich. Na, nicht ganz. Bank verkaufen? Nein. Verschieben. Lager austauschen. Aus Lager austauschen? Hey. Bank auswählen. Dann gucken wir mal rein. So. Machen wir Leistungstuning. 334. Ja, ich weiß nicht, ob wir mit dem fahren können, weil dann brauchen wir uns keine Karre, Serie. Ja, ich will nicht auftunen. Ich will dir was wegnehmen. Ich kann den nicht runtertunen. Ich weiß nicht, ob die Karre zulässig ist. Du musst mir extra eine Scheißkarre für 250 PS kaufen, Alter. Ist doch nicht den hier ernst, ey. 270 ist wahrscheinlich zu viel, ne? Ich muss mir eine Scheißkarre für 270 kaufen, Alter. Ist nicht den hier ernst, ey. Warenkauf, komm, gucken wir mal rein. Wie viel haben wir denn? Oh, wir haben 171.000. Nicht schlecht. Volvo. Golf, ja. So, das ist ja, den wir haben. Mit 270 PS, aller, 250 PS, aller, die kommen auf einen Quatsch. Muss fort, muss da Fox Body. Mother. So, ja. Kosten, ich will mir, kann ich mir die Karre nicht mal irgendwie... Aha. Top Speed Leistung 217 bis 155. Ja, wir brauchen 250 PS. Also muss man die Karre auch nehmen dafür. Ja. Wagen auswählen. Das kann ja was werden, ey. So, Leistungstuning, dass wir nicht weiter als 250 kommen. 155, okay, alles klar. Ansaugkupplung, Kupplung, Nitro. Ach, Level 49, du bist scheiß im Kopf, Alter. Fahr weg. So. Differential. So, ein Kack, jetzt mussten wir uns wieder eine neue Karre kaufen. So, warte mal, Handbremse. Wir brauchen jetzt erstmal, wo haben wir denn hier jetzt irgendwie mal Motor oder sowas? Da, Motoraufladung. 190, 178, 200. So, da haben wir jetzt erstmal ein bisschen nachgeholfen. Ansaugbrücke. 230, 240, 151, ich glaube zu viel. 241, so. Mehr dürfen wir nicht haben. Ich will es jetzt auch nicht kurz vor Dings brechen jetzt hier. Handling abstimmen, optisches Tuning, komm. Dann verpassen wir dem jetzt nochmal irgendwie Motorhaube. Warte mal, hat der kein irgendwie Body, komplettes Bodykit? Achso, das ist Fahnenhöhe. Frontlippe, Stoßhänger. Darf ich mir die Karre jetzt mal angucken? Soll ich mal diese. Na komm, machen wir rein in direkt da. Bodykit, so können wir das einzeln jetzt noch ein bisschen. Ach ne, jetzt ist ein Schloss vor, was? Komm. Sieht biestig aus. Sein Spiel. Ja, klar, jetzt sind die vorne. Machen wir die. Ja, die gefallen mir. So, dann machen wir jetzt beim Heck. Okay, da tut sich gar nichts.
Ach, haben wir einen kleinen Heck, einen kleinen. Achso, ist bereits montiert. Ja, also das mit dem Nummernschild, das sieht schon mal ein bisschen dumm aus. Da schmeißen wir mal unser Virus da drauf. So. Der Virus. Okay. So, ja gut, das können wir später machen. Hintergrund ändern. So, machen wir rot. Das passt besser zu dem Auto jetzt. Ach, raus da. Was haben wir da? Heckstoßstange. Kofferraumdeckel. Inkompatiblen Gegenstand kaufen. Schön. Sehr geil. Naja, Räder. Lassen wir vielleicht nochmal weg. Hauptsache, der kann mal eben. So, was haben wir hier? So, fertig. Dann haben wir das auch drin. Das haben wir. Felgen, Reifen. Felgen. Felgen wechseln. Von der Optik fährt sich's einfacher. Also bei mir ist das so. Ich tune auch gerne. Von der Optik und so weiter. Habe ich bei Nitro Speed World auch immer gerne gemacht. Mir macht das eigentlich Spaß. Jetzt muss man extra eine Karre kaufen mit 250 PS. Alter, ich breche ab, ey. Ja, also. Ich nehme jetzt die hier. Felgenwechsel. Ne, nehmen wir raus. Ach, da drauf. Okay, dann sollen wir zurück. Wie viel es da gibt. Falken. Ach, Falken. Nehme ich Falken immer. Sieht doch ganz gut aus. So, Hinterräder. Ach, jetzt muss ich das wieder da reifen. Reifen, nein, hier. War das was? Felgenwechsel. Hä? Alle Falten. Ja, das sind die gleich. Gut. Farbemäßig können wir auch noch mal eben schnell was machen. Felgen, Bremssättel, Bremsscheiben. Ach, ich nehme immer die letzten. Immer die letzten Bremssättel. Die sind irgendwie komisch angeordnet vorne und hinten. Ein bisschen merkwürdig, der ganze Kack. War noch gar nicht fertig, ey. So, Bremsscheiben. So, ganz da hinten, alles klar. Das haben wir auch. So, so gut. Heckspoiler kann das Auto irgendwie nicht. Keine Ahnung. Vielleicht noch nicht freigeschaltet. Find's auch ein bisschen merkwürdig hier. Spoiler. Ach, doch. Okay, alles klar. Die Onkapi. Ach Mensch, stopp behindert, ey. Könnt ihr auch das. Bringt zwar nichts. Kacke, Mann. So ein Bodykit draufgeknallt, wo ich nicht mal einen Spoiler hinten drauf packen kann. Hey, ja, egal. Virus mag ja sowieso nicht großartig irgendwelche Spoiler. So. Ja, mit dem Auto würde ich sagen, sind wir erstmal fertig. Da werden wir dann mal gucken, dass wir dann auch mal dieses 250 PS Rennen fahren können. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Virus und ciao mit V.